Herzlich willkommen bei Video Wissen. Wir waren bei dem Uwudel-Wochenende in Sonneberg und Peter Kroll hat den Vortrag gehalten über den Stern Beteigeuze. Hier kommt die Fragerunde dazu. Viel Spaß! Okay, die Frage war, was passiert mit unserem Planetensystem, wenn die Sonne sich aufbläht, ob der Drehimpuls der Planeten sich von der Sonne gewissermaßen wiedergeholt wird. Na gut, also ob sie den verloren haben, ob man das so ausdrücken kann, weiß ich nicht. Aber Fakt ist eins, wenn also die Sonne sich aufbläht, Merkur, Venus wenigstens verschluckt, den Drehimpuls der beiden nimmt sie mit. Auf jeden Fall. Also es geht gar nicht anders. Also das wird abgebremst, die sinken runter in den Kern. Das ist, ich weiß nicht, was da passiert im Einzelnen. Aber der Drehimpuls bleibt erhalten. Das würde also bedeuten, dass also der Gesamtdrehimpuls der Sonne nach dem Verschlucken von Merkur, Venus größer ist. Die Frage war, wenn Beteigeuze in 1,5 Millionen Jahren zur Supernova wird, aber in dem einen vorgestellten Szenario die Atmosphäre von Beteigeuze eben nach außen geworfen wird und nur noch der Heliumkern zurückbleibt, ob dann überhaupt noch eine Supernova stattfindet. Ich denke schon, weil was passiert? Die äußeren Schichten sind dann zwar nicht mehr da, das ist richtig, aber der Heliumkern als solches würde ja weiter kontrahieren, innen heißer werden und dann passiert das, geht das schon weiter. Die Frage war, wenn es zur Supernova kommt, worauf müssen wir uns als Erdbewohner einstellen? Also die wichtigste Regel ist nicht hingucken. Im Ernst, weil Beteigeuze zwar groß ist, aber für uns, für unsere Augen eine Punktquelle ist. Und wenn Beteigeuze plötzlich, er ist ja so schon ein heller Stern, dann 1 Million Mal heller ist oder mehr als Punktquelle, dann ist das definitiv, das ist das schlimmer, als wenn man in die Sonne guckt. Ja? Also das sollte man auf jeden Fall vermeiden. Was ansonsten uns droht an Auswurf von Supernovae, also ich sagte schon die Gammastrahlen, Neutrinos und so weiter, ich denke, das mit den Gammastrahlen könnte gefährlich werden, aber das hängt halt davon ab, wie das im Raum liegt. Das sieht ja einigermaßen gut aus. Also ich denke, ohne da jetzt im Einzelnen darauf vorbereitet zu sein, die wesentliche Sache ist, nicht hinzugucken, um nicht blind zu werden. Also die Frage ist, Beteigeuze ist ja schon aufgelöst worden in der Gestalt, ob jetzt mit den neuen Teleskopen, beispielsweise mit dem EELT, mit dem europäischen extrem großen Teleskop, was in ja, 5 bis 10 Jahren in Betrieb geht, ob es dann damit ist, möglich ist, das aufzulösen und ob es überhaupt möglich ist damit, kann ich nicht beantworten. Ich glaube, dass Beteigeuze wohl zu hell ist dafür, aber bin ich mir nicht sicher. Gut, ich gebe doch mal trotzdem noch mal die Frage wieder und auch deine Antwort, Axel, wenn ich darf. Also die Frage war, wie kann man mit tomografischen Methoden, wie sie gestern vorgestellt wurden, da etwas machen? Und Axels Antwort, wenn ich sie kurz wiederholen darf, ist die: Im Prinzip ja, aber es setzt voraus, dass die Struktur auf der Sternoberfläche über eine lange Zeit gleich bleibt. Und wir hatten ja vorhin gesehen, die Rotationsperiode liegt bei 36 Jahren. Das weiß man nicht. Da tut sich mehr in der Atmosphäre wohl anscheinend, als da konstant bleibt in dieser Zeit. Also die Frage ist, lösen sich der Widerspruch zwischen den beiden Paper, ist es Einzelstern oder nicht? Ja, das wird sich sicherlich auflösen, je länger wir das untersuchen. Die Indizien, dass es ein Doppelsternsystem ist, sind eigentlich ziemlich hart, würde ich sagen. Vor allem erklärt es auch diese Rotationsperiode des Sternes, die rasche. Was ja bei dem anderen ja nur dann möglich war, wenn man annimmt, dass vorher es ein Doppelsternsystem war und der Begleiter verschluckt worden war. Die Frage war nach der Orientierung der Rotationsachse zusammen mit diesem Neigungswinkel. Also die Bahnneigung 98 Grad. Also es ist so, dass man eine Bahnneigung von 0 Grad würde bedeuten, die Achse schaut genau auf uns. So, und das heißt 90 Grad, sie steht senkrecht auf unserer Beobachtungsrichtung und es ist halt ein bisschen mehr. Also wir schauen von der Kante drauf.